den Traum leben, das wäre doch was. Den eigenen Traum wirklich zu leben. Aber das ist so schwer, den Traum zu leben. Da sind so viele Hindernisse und so weiter. Es ist sehr, sehr einfach, seinen Traum zu leben. Wer seinen Traum lebt, der nimmt Entbehrungen komplett in Kauf. Das heißt, der sagt dann nicht, wow, ich habe jetzt weniger Geld zur Verfügung, sondern der nimmt das einfach in Kauf, weil er eben seinen Traum lebt. Jemand, der seinen Traum lebt, der ist viel flexibler, der geht viel mehr in Toleranz mit verschiedenen Dingen, die da auf ihn einströmen, um seinen Traum zu leben. Und wer sagt, er kann seinen Traum nicht leben, so denn der Traum halbwegs realistischer ist, also nicht irgendwie fünf Arme zu haben oder keine Ahnung, einen Drachen zu töten. Wer sagt, dass er seinen Traum nicht leben kann, der hat einfach seinen Traum noch nicht gefunden. Und das ist ja, ist einfach ein schöner Ausspruch, der mir so über die Lippen kam, der so viel Wahrheit in sich trägt und so viel auch den Menschen mitgeben kann, auf dem Weg zu seinem Traum zu leben. Weil das Problematik ist halt tatsächlich nicht, seinen Traum zu leben, sondern erstmal seinen Traum zu finden. Und viele sagen, na, leb doch deinen Traum, leb doch deinen Traum. Und dann referieren sie ganz wild umher auf Dinge wie ja, Selbstständigkeit ist ganz wichtig oder unbedingt ein digitaler Nomade zu werden oder bloß nicht dieses oder jenes zu tun. Und ja, da werden irgendwelche Sachen in den Raum gefeuert und da wird überhaupt nicht darauf eingegangen, dass man erstmal seinen Traum finden muss. Jeder Mensch hat andere Talente. Jeder Mensch hat in gewisser Weise auch, ja, andere Wünsche. Und ja, ich finde so ein bisschen, dass das alles so ein bisschen untergeht. Und deswegen, also, wer sagt, dass er seinen Traum nicht leben kann, der hat tatsächlich seinen Traum einfach noch nicht gefunden. Das ist mein Statement für heute. Und ich möchte mit euch heute ein bisschen darüber reden, wie man denn, ja, seinen Traum finden kann. Und was passiert denn auf der Suche nach seinem Traum? Das ist erstmal die Grundlage. Das Problem grundsätzlich ist, dass wir alle in einem Tunnel leben. Auch ich lebe in einem Tunnel. Was trinkt mein Hals? Ist trocken. Wir leben in einem Tunnel, in dem wir nur gewisse Möglichkeiten sehen. Wir erachten gewisse Dinge gar nicht als Möglichkeit. Entweder, weil sie uns so unrealistisch erscheinen, aus welchem Grund auch immer, wir denken oft gar nicht drüber nach, sagen, ich könnte nie einen Tag nichts essen, zum Beispiel. Habe ich lange Zeit geglaubt. Das könnte ich nicht. Oder ich könnte nie so leben wie du. Oder ich könnte nie einen Monat draußen in der Natur leben, ohne Zivilisation, ohne Technik. Habe ich auch geglaubt. All die Dinge, die sind einfach nicht, die weiß gar nicht warum, weil man sie einfach wahrscheinlich noch nicht erfahren hat oder sich darüber wirklich informiert hat, aber man denkt, das geht nicht. Und das ist ein ganz großer Punkt, der ja unbedingt realisiert werden muss. Dass die Dinge, wo man glaubt, dass sie nicht für einen selber möglich sind, dass man das nicht ausschließen sollte, sondern das Wissen, dass sie möglich sind. Und bei den meisten Dingen ist es nämlich tatsächlich so. Natürlich, manche Dinge sind nicht möglich, aber manche Dinge sind sehr wohl möglich. Und ja, und das ist dann häufig so, und ich stelle mir das immer dann so vor, dass die Menschen oder viele Menschen so quasi in so einem, ja, sag mal, im Gefängnis sind, wo es, es ist ein großes Gefängnis, da gibt es fließend Wasser, da gibt es jeden Tag was zu essen, man hat ein sicheres Dach über dem Kopf, also ist vom Regen geschützt, man kann da schlafen, man hat soziale Kontakte. Das einzige Problem ist, es ist halt ein Gefängnis. So, es ist ein Betonklotz, man kann da nicht raus. Es gibt noch einen kleinen Innenhof, wo man ein bisschen rumlaufen kann. Aber ja, man kann nicht raus. Obwohl, da gibt es keine Gitter an den Türen, an den Fenstern. Ist alles offen. Man kann raus. Aber da draußen könnte es ja gefährlich sein. Und in dem Gefängnis, da ist es ja so sicher. Und das ist genau das, wie ich mir das vorstelle bei den meisten Menschen. Sie haben alle Möglichkeiten, draußen die Welt zu erforschen, aber sie bleiben in ihrem Gefängnis. Sie bleiben da drin, weil sie sagen, okay, ich habe lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach. Und ja, das ist allgemein anerkannt und natürlich auch von dem System und von der Gesellschaft so gewollt. Denn dann läuft innerhalb des Häuschens wunderbar alles total gut. Jeder bekommt seine Aufgabe, ist ja ein Gefängnis. Du machst die Küche, du machst die Bibliothek, du machst was auch immer. So.
Und ja, und dann funktioniert das alles. Und keiner würde einen anderen motivieren, aus diesem System auszubrechen und sagen, hey, lebe deinen Traum oder finde deinen Traum. Weil das bedeutet, dass zum Beispiel, ja, wenn der Toilettenmann gehen muss, dass irgendjemand die Toilette machen muss. Und dass das System nicht mehr so gut funktioniert. Und das ist genau der Punkt, an dem viele Menschen einfach scheitern. Sie gehen nicht diesen Schritt raus. Sie sind ihnen nicht bewusst, wie viel Möglichkeit dieses Leben beinhaltet. Weil sie auch nicht erfahren haben, was es bedeutet zu leben. Ich muss das wirklich so hart sagen, weil es ist so hart. Ich habe alles gehabt im Leben, was ein normaler Mensch ja haben konnte. Familie, Haus, unendlich viel Geld, war anerkannt in dem, was ich getan habe, erfolgreich. Alles hatte ich. So. Und trotzdem war ich nicht glücklich. Und wenn ich das jetzt mit dem Leben jetzt vergleiche, ich lebe jetzt in einer Mini-Mietswohnung, die ich eventuell sogar Mitte nächsten Jahres vielleicht kündige, und im Auto zu leben. Ja, ich bin quasi von kompletten, sagen wir mal, damaligen sozialen Umfeld getrennt. Ich habe ja so gut wie kein Geld mehr und ja, eigentlich alles so, wo man sagen müsste, hey, das ist ja ganz schlimm so oder so. Aber ich lebe meinen Traum. Und mir geht es so gut wie nie zuvor. Und das ist halt so ein Punkt, das ist für die Menschen einfach oft nicht fassbar. Wie kannst, so wie du, könnte ich nie leben. 50 Euro im Monat für Essen und Trinken. Nee, das geht nicht. Oh, da gehe ich lieber, mache meinen Job. Aber letztendlich verpasst man damit so viel. Man verpasst so viel und es ist so traurig. Es ist so traurig, dass ich nicht irgendwie meine Lebensglück, meine Lebensqualität irgendwie in eine objektiv fassbare Form präsentieren kann und sagen, hey, guck mal, ich habe eine Lebensqualität von 88 und du, der da jetzt so noch gefangen ist, von mir hast du 1 Million auf dem Konto und genau wie ich, so Haus und Kind und Familie und alles so schön, soziales Umfeld, alles so perfekt designt und da hat ein Lebensglück von, ich würde es jetzt vergleichen mit 6. Haben sie 6 und halt 88. So, das ist der Vergleich. Es ist unfassbar, wie viel es ausmacht, aufzustehen und zu lächeln und dankbar zu sein für das Leben, was man führt. Das ist nicht in Worte greifbar. Und das ist halt das, was mir so. Ich würde gerne. Und deswegen lade ich auch die Menschen zum Rohkost-Potluck ein, um dass wir gemeinsam mit Menschen, die auch ihren Traum leben, auf jeder ihrer verschiedenen Art und Weise. Manche sind selbstständig, manche sind Arbeitnehmer, manche initiieren gerade ganz andere Projekte auf sozialem Gebiet. So, manche tun innerhalb ihrer Arbeit verschiedene Sachen initiieren, um Unternehmen zu ändern, um Leitkulturen zu ändern. Haben wir alles dabei. Wir haben vom Manager bis halt hin zum, ja, YouTuber, ja, alles dabei. Und das motiviert und dann erkennst du das. Und umso mehr du Leute siehst, Social Proof nennt sich sowas, umso mehr du Leute siehst, die ihren Traum leben und die wirklich glücklich sind, umso mehr sagst du, okay, ja, da ist eine Möglichkeit. Und dann fängst du nämlich an, deinen Traum zu suchen. Und dann geht aber die Schwierigkeit weiter. Okay, du weißt dann irgendwann, okay, es gibt die Möglichkeit für mich, irgendwo etwas zu finden, was mich glücklicher macht. Und ja, dass es einen Traum gibt und ich kann da raus und das Spektrum ist viel größer, als ich das bisher angenommen habe. Und dann geht's los. Dann musst du ausprobieren. Dann schaust du, was deine Talente sind. Was machst du gerne? So, probierst die Dinge aus, aber niemals mit dem Ziel, Geld damit zu verdienen. Das habe ich hier mit dem YouTube-Kanal auch nicht gemacht. Ich habe gemerkt, hey, es macht total Spaß, von meiner Reise in die pflanzliche Ernährung, so hat das damals angefangen, zu berichten und Produkte zu testen. Das hatte ich damals auch noch gemacht, das war sogar noch vor der veganen Ernährung. Und das macht einfach total Spaß, so Videos zu machen, sich dann zu sehen und ja, einfach Freude. So, und da habe ich noch nicht gedacht, dass man irgendwie Geld damit verdienen kann. Und ja, und das habe ich dann einfach gemacht. Und genauso ist das mit jemandem, der gerne, ich kenne, also im Internet, da gibt es jemanden, der macht gerne so verschiedene Röckchen für Barbie-Puppen, irgendwie sowas. Das macht er in seiner Freizeit, weil er da Bock drauf hat, so ein älterer Herr. So, der hat das gemacht. Mittlerweile ist er der größte Barbie-Röckchen-Puppen-Designer, den es auf der Welt gibt und kann davon auch wunderbar leben. So, das kommt meist sowieso. Wenn du deinen Traum lebst, dann ist es nicht so, dass du irgendwie 8 Stunden am Tag arbeitest, sondern du lebst deinen Traum. Und wer seinen Traum lebt, der wäre ja doof, wenn der irgendwie weniger als die verfügbare Zeit für seinen Traum einsetzt. Das heißt, der arbeitet Fulltime, der schläft und arbeitet die ganze Zeit. Und das bedeutet, dass er seinen Traum lebt.
Denn Arbeiten ist nichts Negatives. Da sind wir beim nächsten. Oft wird Arbeit mit etwas Negativem assoziiert. Arbeit ist das Schönste, was es gibt. Aktiv zu sein ist das Schönste, was es gibt. Das Allerallerschönste. Und leider leben wir in einer Gesellschaft, wenn man davon Arbeit redet, ja, Work-Life-Balance. Also daran erkennt man schon, wie krank diese Gesellschaft ist, und das tut so weh. Weil man kann natürlich wunderbar arbeiten, den ganzen Tag kann man wunderbar arbeiten und natürlich auch dabei entspannen, je nachdem, es gehört ja zur Arbeit dazu, das ist sein Traum, und kann wunderbar auch davon leben. Und das dauert meistens natürlich immer eine gewisse Zeit, und man kann das natürlich auch parallel beruflich machen. Es geht auch, also man, je nachdem hat man noch Rücklagen, inwieweit hat man ein Problem damit ins soziale System zu fallen und sagen, okay, ich nehme erstmal sozusagen ALG 1 in Anspruch, wobei das noch nicht mal das soziale System ist, sondern es ist eine Versicherungsleistung, oder inwieweit man vielleicht Freunde hat, die einen unterstützen, oder inwieweit man dann halt eben sagt, pass auf, ich habe noch, ja, noch den Job und mach das noch parallel und schau erstmal, was mag ich denn? Und da sind wir beim nächsten. Dieses Ausprobieren, was sein Traum ist, das muss mit Geduld passieren. Denn das wirklich auch richtig längerfristig tun zu wollen und damit dann tatsächlich irgendwann sein Einkommen zu generieren, da kommen Phasen, wo es mal nicht so gut läuft, wo es mal gut läuft. Und das braucht ein bisschen Zeit. Und da braucht man auch Geduld. Und dann wird jetzt der ein oder andere kommen und sagen, hey, pass auf, das kostet Zeit. Zeit ist Geld. Aber dieser Weg des Ausprobierens, der ist notwendig. Und dieser Weg gehört bereits zum Ziel dazu. Weil du kannst nicht deinen Traum leben, wenn du deinen Traum nicht gefunden hast. Das heißt, das Finden des Traums gehört für jeden Menschen dazu. Der eine hat Glück, findet ihn eher. Der andere hat Pech und findet ihn später. Und ein Vierter findet, oder ein Dritter, wenn wir chronologisch bleiben, ein Dritter findet ihn gar nicht. Aber er hat das ganze Leben lang seinen Traum gesucht. So what? Er war in dem Gefühl des, ich lebe meinen Traum. Bin zwar in der ersten Phase, nämlich meinen Traum suche, aber ist in Ordnung. Ist vollkommen in Ordnung. Allemal besser, als in irgendeinem stumpfen System sich kaputt zu arbeiten, sich mit Stress auszusetzen, welcher durch oxidativen Stress im Körper sich auch bemerkbar macht, durch viele, viele Krankheiten, zumindest mindestens durch die Katalysierung dieser Krankheiten, und am Ende dazu führt, dass man ein Leben geführt hat, was man aus meiner Sicht jetzt nicht wirklich als Leben bezeichnen kann. Das ist wie, wenn ein Huhn irgendwo in der Zwangshaltung gehalten wird, auf einmal ein Quadratmeter. Oder ein Wildhuhn oder ein Rebhuhn oder was auch immer, was irgendwo in den Wäldern lebt. Dann ist das egal, ob dieses Wildhuhn vielleicht nur die Hälfte der Zeit lebt oder ein Viertel der Zeit lebt. Aber ich würde allemal das Leben des Wildhuns wählen, als in so einem scheiß einmal ein Quadratmeter irgendwo eingepfercht zu sein, um nur darauf zu warten, dass mir erstens der Schnabel gekürzt wird, damit ich nicht irgendwo hacken kann, und zum anderen dann irgendwie total komatös und total zerfledert und zerpickt irgendwo, dass mir dann der Kopf abgeschnitten wird. Also, ich will es nicht dramatisieren, aber Traum finden, das gehört zum Weg dazu, und das ist schon was Schönes. Also, hört auf, oder die Menschen, die sagen, hey, den Traum leben, ich kann nicht, findet euren Traum. Und wenn ihr euren Traum findet und ihr macht das und ihr merkt, nee, das kriegt das irgendwie nicht hin, dann ist es nicht euer Traum. Dann ist es das, was irgendjemand euch als euren Traum eingeredet hat oder wo ihr einfach beeinflusst wurdet. Wenn du deinen Traum lebst, und das sage ich als jemand, der mit sehr vielen Menschen geredet hat und immer noch in Kontakt steht, die ihren Traum leben. Wenn du deinen Traum gefunden hast, dann geht nichts anderes, als diesen Traum zu leben. Dann gibt es keine Alternative mehr. Es gibt dieses Statement nicht, ich habe einen Traum, aber ich kann ihn nicht leben. Denn dann ist es nicht dein Traum. Denn für deinen Traum nimmst du alle Entbehrungen in Kauf, die es nur irgendwie gibt. Und wenn es wirklich dein Traum ist, stirbst du auch für deinen Traum. Da bin ich fest davon überzeugt. Und ja, nun, in den Kommentaren. Ich bin sehr gespannt auf eure Meinung. Wir sehen uns da. Euer Samuel. Ciao. Thank you.